Heute fahren wir eine Luxuslimousine mit großen Ambitionen, den Audi V8. Die wichtigsten Zutaten lauten Allradantrieb, 8-Zylinder-Automatik. Derart gerüstet wagt Audi unter dem frisch gebackenen Vorstandsvorsitzenden Ferdinand Piëch mit dem V8 1988 den Vorstoß in die automobile Luxusliga, damals fest in der Hand von Mercedes S-Klasse und BMW 7er. Der Audi V8 wird Bewegung in die Luxusklasse bringen. Das verkündete der ehrgeizige Ferdinand Piëch damals kurz vor der Präsentation seines neuen Babys. Und entsprechend groß war natürlich die Erwartungshaltung bei der Presse. Und man spekulierte schon fleißig über den Namen Audi 300 vielleicht oder Horch als Reminiszenz an die Edelmarke des Audi-Gründers August Horch. Weit gefehlt. Dass der neue Luxus-Audi dann nur auf das Kürzel V8 hört, das lässt sich ja noch verkraften. Viel schlimmer ist allerdings, das Topmodell, das neue Topmodell von Audi, ist den beiden Mittelklasse-Audis, dem 100 und 200, die ja doch schon ziemlich betagt und auch ein bisschen bieder aussehen, wie aus dem Gesicht geschnitten. Trotz der Ähnlichkeiten beim Design, bei der Technik ist der V8 der Mittelklasse weit überlegen. Tatsächlich fühlt sich der Wagen unglaublich sportlich und dynamisch an. Die Kurvenlage ist wirklich exzellent. Und um die Kiste aus der Spur zu bringen, da muss man sich schon wirklich blöd anstellen. Was auch ganz interessant ist, trotz der vielen technischen Innovationen übersteht der Luxus-Audi eine ganze Reihe von Dauertests ohne jegliche Aussetzer. Das ist auch ganz gut so, denn schon damals bewegen sich die Ersatzteilkosten in unglaublichen Höhen. Ein Ersatzmotor kostet zum Beispiel 20.000 D-Mark. Das ist so viel wie ein nagelneuer Golf. In puncto Leistung kann das V8-Triebwerk mit 3,6 Litern Hubraum und 250 PS anfangs nicht ganz überzeugen. Erst der ab 1991 angebotene und 280 PS starke 4,2 Liter Motor liefert wirklich standesgemäße Fahrleistungen. Von 0 auf 100 geht es in unter 8 Sekunden, Topspeed 249. Und wer selbst Hand anlegt, der ist mit dem optionalen Schaltgetriebe sogar noch flotter unterwegs. Da erreicht man die 100 km/h-Marke in unter 7 Sekunden. Und das wirklich bei jedem Wetter und jedem Untergrund. Denn der clevere Allradantrieb, der verteilt die Motorkraft genau auf die Räder mit der meisten Traktion. Das heißt, normalerweise ist die Kräfteverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse so 50-50. Und im Extremfall kann sie sogar zu 100% auf eine Achse übertragen werden. Und damit auch wirklich jeder die Überlegung des Quattro-Antriebs mitbekommt, schickt man den V8 kurzerhand auf die Rennstrecke. 1990 sichert sich Hans-Joachim Stuck den Titel in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. '91 triumphiert Teamkollege Frank Biella. Die Fahrer taufen ihren 420 PS starken V8 Quattro DTM Chauffeurslimousine. Auch die Konkurrenz witzelt über das Taxi. Am Ende haben nur die Audi-Piloten gut lachen. Als der Audi V8 1988 auf den Markt kommt, da gibt es ihn tatsächlich nur in einer Ausstattungsvariante, und zwar voll. Der Haken an der Sache mit Automatikgetriebe, Ledersitzen, Nussbaum und Klimaautomatik ist er fast 30% teurer als die Basismodelle der Konkurrenz von BMW und Mercedes. Aber immerhin hat er Vierradantrieb und deswegen kann man ihn auch durch so eine Sandkiste wie hier fahren. Das wäre mit der Konkurrenz wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Aber dennoch, wer zahlt 100.000 D-Mark für ein Auto, das aussieht wie ein dicklicher Audi 100? Jetzt könnte man sagen, Understatement pur. Aber dieses Argument hat in der Luxusklasse noch nie besonders gut gezogen. Die Ähnlichkeit ist kein Zufall. Vom Audi 100 stammen Bodengruppe und Mittelteil des vollverzinkten V8. Das bullige Heck, die neu gestaltete Frontpartie und die ausgestellten Kotflügel schaffen zu wenig optische Distanz zur Mittelklasse. Eher schon technische Leckerbissen wie die Memory-Sitzfunktion mit 4 gespeicherten Positionen oder Audis Sicherheitssystem ProConten. Beim Frontalcrash strafft es die Gurte, zieht die Lenksäule weg vom Fahrer und macht den Audi V8 zu einem der sichersten Autos seiner Klasse. Ein Highlight des Edel-Audis steckt schon im Namen: V8. Der komplett neu konstruierte 8-Zylinder-Motor, tada, mit
32 Ventilen und 4 obenliegende Nockenwellen. Komplett aus Aluminium gefertigt, äußerst langlebig und bei entsprechender Pflege und Wartung sind 400.000 Kilometer kein Problem. Aber es gibt nur sehr wenige Schrauber, die diese komplexe Technik wirklich im Griff haben. Und so muss Audi damals spezielle V8-Stützpunkte gründen. Und dort und nur dort ist das Flaggschiff der Marke in wirklich guten Händen. Die Fahrdynamik, der Fahrspaß sind wirklich beeindruckend und der beste Platz im V8 ist definitiv der hinterm Lenkrad. Chauffieren lassen möchte man sich da eigentlich nicht und so ist es auch kein Wunder, dass gerade mal nur 1% der Kundschaft die 155.000 D-Mark teure Langversion bestellen. Aber auch sonst bleiben die Verkaufszahlen weit unter den Erwartungen und bei Audi bemüht man sich redlich um neue Kundschaft. Da wird ein günstigeres Einstiegsmodell nachgeschoben. Man fährt eine riesen Marketingkampagne. Es gibt rundum Sorglospakete mit Mobilitätsgarantie und. Und die Konkurrenz, die macht sich lustig und sagt, ja, demnächst werden den Kunden noch die Schuhe geputzt, damit sie in dieses Auto einsteigen. In 6 Baujahren entscheiden sich nur 21.000 gut betuchte Kunden für den Audi V8. Ursprünglich sind 14.000 Exemplare pro Jahr anvisiert. Die Alternative in der Oberklasse bleibt etwas für Alternative. Als finanziellen Erfolg kann man den Audi V8 sicher nicht bezeichnen, aber als Trendsetter. Denn die Quattro-Sänfte, die löst einen echten Allradboom in der Oberklasse aus. Und die Fahrdynamik und die Sicherheit, die besänftigen auch den letzten Zweifler. Und somit kann man sagen, als erster Audi der Oberklasse und als erste Luxuslimousine mit permanentem Allradantrieb ist der Audi V8 definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Den erhofften Durchbruch schafft aber erst der Nachfolger A8. Er etabliert Audi in der Luxusklasse und bringt es sogar zur Staatskarosse.